Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Cafés. Ich habe mich rumgetrieben, ich war im Auenland und da habe ich euch einen Gast mitgebracht und zwar den Matschka Madness, den Max, hallo. Moin. Dann war ich in Hogwarts und habe den Awesome mitgebracht, den Jan. Hallo. Und in der Zwischenzeit habe ich auch noch den Asperger Crow, den Aspi, eingesammelt. Guten Tag. Howdy. So, wir sprechen heute einfach über allgemeine Themen. Ich fand, in der WWE hat sich jetzt nicht so viel getan, beziehungsweise es gab schon viele Podcasts, wo eben viel drüber gesprochen wurde, was sich getan hat. Sting-Rückkehr, Seth Rollins ist Doppel-Champion. Alles schön und gut. Wir sprechen aber heute über Evergreen-Themen. Und dann würde ich sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an. Und zwar die besten bzw. schlechtesten Gimmicks aller Zeiten. Wer anfangen möchte, darf gerne anfangen. Ich werde einfach dann reinkrätschen und würde sagen, was ich scheiße und was ich geil fand. Man soll jetzt einfach irgendwelche Namen reinwerfen, sowas wie, keine Ahnung, die Las Matadores. Zum Beispiel, aber ich glaube, zu denen kommen wir später noch. Du hättest jetzt sagen können, ja, hier, die und die Zeit, das Gimmick fand ich geil, das Gimmick fand ich scheiße. Ja, so hätte ich das jetzt angefangen, sag ich mal. Ja, dann probiere ich mal sowas wie einen Anfang. Ich gehe zurück in die Attitude Era und nehme die WWE-Version von Goldberg, nämlich Gilbert. Dieser Charakter ist mir, den fand ich in den ersten paar Shows, wo man ihn gesehen hat, noch relativ witzig, weil man es nämlich relativ lustig dargestellt hat, diesen Monster-Entrance von Goldberg. Aber irgendwann war es dann einfach nur noch nervig und ich habe mich dann immer riesig gefreut, wenn der irgendwie auf die Nase gekriegt hat und dann auch relativ schnell wieder verschwunden war. Als du noch der WWE-Motto und nicht so lange ausschlachten, wenn es mir lustig ist. Oh, Gilbert. Ich habe, glaube ich, von Gilbert kein einziges Match gesehen. Die waren ja auch nie länger als 10 Sekunden. Ja, genau. Und du hast außerdem auch nichts verpasst, weil er in den meisten Fällen nur auf die Nase bekommen hat. Ja, das ist dann eine Promo mit The Rock, wo er dann halt über Goldberg gesungen hat, dann kam Goldberg außerdem rumgefangen. Ist Gilbert sowas wie jetzt Bo Dallas? Er war so ein, er war wie Hornswoggle oder El Torito, halt ein Mini-Wrestler. Er war halt so, eher gesagt, so ein Damien Sandow in der Extremversion, weil er die wirklich in jede Woche halt so aussah wie Goldberg. Also sowas, was Axel, wie heißt er, der Curtis Axel gemeint hat, mit Hogan zu machen. Nur nochmal ein ganz, ganz anderes Jobber-Level. Nochmal 10 Stufen drunter. Ach du Scheiße. Jobber-Level over 9000. Okay. Hat jemand auch noch irgendwie ein Beispiel für ein gutes Gimmick? Die Anfänge von Bray Wyatt vielleicht? Ja, war okay, aber jetzt hat sich das auch schon ausgelutscht. Finde ich. Also man konnte das Gimmick von Bray Wyatt nicht lange hochhalten. Das ging nach WrestleMania 30, ging das steil bergab. Nachdem er die Fehde gegen... So lange gut, dass sie mit dem ganzen Whole World in His Hands Zeugs da angefangen haben. Und der von Cena natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt an Cena. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Wir haben gelernt, Cena ist kein schlechter Wrestler. Aber ein schlechter Mensch. Ein schlechter Mensch, ja. Und wenn er Hindu wäre, dann wäre er... würde er im nächsten Leben als Nacktschnecke geboren werden. Mir fällt noch hier Punks altes Straight Edge Gimmick ein, also der Straight Edge Jesus war 2010 rum. Wo er die Straight Edge Society da hatte? Genau. War ja auch eines ganz nice, dass er dann vom Big Show gesquashed wurde.
Ja. war halt interessant, weil im Grunde genommen hat er alles, was ein Babyface hat. Er nimmt keine Drogen, er trinkt keinen Alkohol, er raucht nicht. Und er war, aber die Art und Weise, wie er es umgesetzt hat, wie er Jeff Hardy in seiner Fehde da gefehlt hat, in seiner Vergangenheit und so, das war, wie man so ein Gimmick, das eigentlich ein Grundstein Face sein sollte, so geil als hier und das zeigt einfach nochmal die Nähmerkonflikte, die Punk überhaupt hatte. Wenn wir gerade über CM Punk sprechen, ich glaube, also, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß auch nicht, wie er privat drauf ist. Ist ja auch egal. Ich persönlich finde, dass er dieses Straight Edge zu arg aufspielt und ich glaube, dass er sich da sehr viel drauf einbildet. Ja, schwer. Also man hört ja auch oft, er weiß keine angenehme Person backstage. Ja, ich denke nämlich auch, dass der hier sich da groß was drauf einbildet, dass er eben keine Drogen nimmt, etc. Beziehungsweise kein Alkohol trinkt und nicht raucht und bliblablub. Ich glaube, wenn Eddie Guerrero noch leben würde, ich glaube, Eddie Guerrero hätte CM Punk schon öfters mal in den Marsch geblasen. Ja, Eddie hatte ja früher Chromprobleme. Ja, klar. Aber ich glaube, ihr möget mich steinigen, wenn ich das so sage. Das ist eine reine Behauptung von mir, aber ich glaube trotzdem, dass für CM Punk Leute, die rauchen und ab und zu mal Alkohol trinken, das sind für den schon Menschen, mit denen er kein Wort wechseln möchte. So kommt er mir manchmal rüber. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Da kann jeder Ja, sein. meiner. Genau, da, das, ich, wie gesagt, ich persönlich weiß es nicht. Aber nun gut, CM Punk, großartiger Wrestler. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, rollt ja auch nur darauf hinaus, dass er halt dieses Gimmick, das eigentlich einen Babyface ansetzt hat, weil so penetrant und so arrogant rübergebracht hat, das zeigt auch, wie man ein solches Gimmick, das im Grunde nichts Jüdisches hat, jüdisch machen kann. Ja, dann Gegenargument. John Cena. Typischer Heel-Charakter ist aber Babyface. Aber wer ja gerade noch bei Eddie Guerrero war, Latino Heat. Latino Heat, geniales Gimmick, was er ja fast, also als er in der WWE hat er ja dieses Latino Heat Gimmick immer gehabt. Was ich dann später ein bisschen, auch wenn man heutzutage sagen würde, das wäre so ein Geek-Gimmick, weil es eben mit Los Guerreros, mit Chavo, ging ja dann auch so ein bisschen in die Comedy-Schiene. Aber Eddie Guerrero, dieses I lie, I cheat, I steal, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Das war auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, Wrestling zu gucken. Ja, wir dürfen jetzt aber nicht über Eddie Guerrero sprechen, weil sonst quatsche ich euch eine Stunde die Ohren voll mit Eddie Guerrero. Okay. Wo du gerade bei Chavo warst, fällt mir auch wieder eins der schlechteren Gimmicks ein. Kurz bevor Eddie gestorben ist, lief Chavo ja für Monate als Kevin White durch die WWE, als Mittelklasse Schauspieler? Amerikaner mit Golfwagen und Dolph Ziggler als Caddy. Ja. Hat er eine Szene mit Shelton Benjamin, wo er sagte, when it isn't white, Genau. Für Shelton kam es danach noch schlimmer, als er dann mit seiner Mutter zum Ring kommen musste. Das ist schlecht. Das war ein wenig so schlecht, ich glaube, das haben sie nach einem Monat schon wieder eingestanden. Aber weil wir gerade bei den Guerreros sind, auch ein klasse Gimmick, ist ein Heel-Gimmick, vollkommen. Aber die Fehde zwischen Eddie Guerrero und JBL und wie JBL seine Rolle gespielt hat als Patriot, als in dem Sinn Rechtsradikaler, sage ich jetzt mal, weil ganz patriotisch war das auch nicht mehr, war auch JBL überragend. ist in Deutschland bei einer Hausshow 2 Wochen vor seinem Titelbeginn mit einem Hitlergruß durch den Ring gelaufen bei einer Hausshow in München. Er wollte also Heat erzeugen. Das war so der erste Heat, an den ich mich erinnere, den ich wirklich gehasst habe. Ich habe nur gewartet, dass es endlich einen Kisser, sag ich jetzt einfach mal, und geniert den Titel abnimmt. Am Ende war es Tina.
Cena für mich over. Wurde er, ja, das stimmt. Und dann halt, ach, scheiße, ich habe den ja, das war halt so der erste, wo ich wirklich den Beat habe, den ich einfach nicht sehen wollte. Ja, also ich fand persönlich, JBL hat das. Ich weiß nicht, ob der privat auch so ist. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber das hat er eben überragend gespielt und auch die Matches gegen Eddie Guerrero waren alle richtig gut. Genau. Genau, JBL war kein und ist kein guter Wrestler. Was man so halt von ihm hört, ist halt, ich glaube, er soll nicht rechtsradikal oder sowas sein, aber er ist halt ein typischer Schlägertyp. Also, er soll halt, wo die Hardys damals die Hölle heiß gemacht haben, er soll, als die Mist damals angefangen hat, mehrmals gehänselt haben, wenn man so will. Also, er ist jemand, der nimmt sich wichtiger, als er eigentlich ist. Ja. So wie ein The Big Show. The Big Show. Das ist schon wieder eines der schlechtesten Gimmicks. Hat Big Show ein Gimmick? Der ist einfach nur groß. Das Monster, was alle zwei Wochen turnt. Ja, ist ja jetzt schon wieder geturnt, ne? Er hatte viele Gimmicks. Er war damals bei WWE erste Sohn von Andre the Giant. Da hat er eine Zeit der Witz der NWO beigetreten und da wurde das schon komplett verbucht. Und dann lustigerweise, da wo Vince McMahon damals das gesehen haben, hat gesagt, dass er nicht verstehen kann, wie ihn jemand so schlecht buchen kann, weil er ein Gigant ist. Da wurde er aus der WWE vertragt und dann hat Vince McMahon ihn noch mehr verbucht, als WCW es jemals getan hat. Was ist Big Show eigentlich gerade? Face! Der hat Rusev niedergeboxt. Also ist er Face. Und alle anderen haben ihn zusammengeschlagen. Also weil er von Faces zusammengeschlagen wurde, ist er jetzt Face. Nein. Er hat einen Heel zusammengeschlagen, deswegen ist er jetzt Face. Genau. So, aber der wurde doch in der gleichen Show noch von Faces zusammengeschlagen. War das ja, nicht davor? Ist er jetzt Tweener. Oder war das SmackDown, wovon ihr redet? Ne, wir reden jetzt von Raw. Ich glaube, Kevin Owens und Rusev haben Big Show die Schuld gegeben, dass sie verloren haben. Dann hat Big Show Rusev einmal reingehauen und dann haben sich alle Heels und Faces auf Big Show gestört. So heißt Big Show ist geturnt und alle Faces sind jetzt auch Heels. Also ich würde sagen, Big Show ist jetzt der Überheel, der über allen anderen steht, weil selbst die Heels ihn hassen. Wartet mal, ich rufe jetzt mal den Raw-Bericht auf von dieser Woche. Und werde mal gucken, ich glaube, das war ein Take-Team-Match. Wir verfehlen hier gerade irgendwie das Thema. Ja, nee, es geht ja eigentlich um schlechte und gute Gimmicks. Genau, und Big Show hat aber für mich kein Gimmick, weil ja, Big Show ist einfach nur groß. Es war ein Take-Team-Match und da hat er doch Rusev eine reingehauen und dadurch haben die Faces gewonnen. Ja, hier im Bericht steht, so zusammenfassend, dass sie sich dann gegenseitig den schwarzen Peter fürs Verlieren zugeschoben haben. Und dann fängt Big Show halt an, Owens durch die Gegend zu schubsen und dann arbeiten Owens und Rusev zusammen, um Big Show niederzuprügeln. Und dann prügelt aber Big Show Owens und Rusev weg und dann kommen die Faces in den Ring und Big Show wird von den Faces weggeprügelt. Quasi war es doch irgendwie jeder gegen jeden. Ja, irgendwie sind sie alle Heel und alle Faces. So. War Big Show bei SmackDown? Ich bin gerade am gucken. Nicht, dass das jetzt bedeutet, dass Big Show aus den Shows geschrieben wird und die nächsten 5 Wochen nicht zu sehen ist. Das finde ich toll. So, pass auf. Ich meine, bei SmackDown war das. Dolph Ziggler und Ryback haben gegen Big Show und Rusev gekämpft und Rusev und Big Show haben verloren via Pin an Rusev durch Ziggler, weil Big Show Rusev, nachdem er sich selbst eingetaggt hat, den KO-Punch verpasst hat. Also müsste Big Show jetzt wieder Face sein.
Ja, macht irgendwie gar keinen Sinn, aber... Weil... Wie bei dieser fünften Halloween-Folge, wo auch der Quasi-Gruppe dieser gut und böse Schalter ist. Und dann ist die nötige Schalter ein bisschen Schalter rum. Da ist er jetzt wurscht. Big Show hat für mich kein Gimmick. Punkt. Wir sprechen über Awesomes oder Janinos, wie er sich auch nennt. Lieblingstake-Team, Deuce und Domino, dessen Gimmick er total super findet. Er ist nur nicht traut, es selbst hier anzusprechen und deswegen mache ich das einfach. Jan, du bist dran. Deuce und Domino, die haben gerade so debütiert, als ich angefangen habe mit WWE gucken. Und alleine die Entrance-Theme flasht mich noch heute total. Dieses ultra 50er-Jahre-Grease-Gimmick haben die so herrlich gespielt. Das war ja fast schon hier West Side Story, was die da gemacht haben. Wann waren die denn bei der WWE? Ich sag mir gar nicht. Oh, 7 und 8. Okay, zu dem Zeitraum habe ich nicht WWE geguckt. Das war nach Christopher. So. Ja, ich bin ja immer noch für Kenzo Suzuki und René Dupré als Tag Team Champions. Sie könnten sie jetzt auch mal zurückholen, nachdem sie hier die Dudleys zurückgeholt haben. Waren doch Champions. Ja, die haben Rey Mysterio und Rob Van Dam haben sie den Titel abgenommen. Nein, Paul London und Brian Kendrick, glaube ich, haben sie den Titel abgenommen. Nee, war das war dann wahrscheinlich andersrum, weil die waren ja über ein Jahr Champions. Nein, das war so. Oder fast. Ich genau dran. Brian Kendrick und Colin waren Tag Team Champion. Dann so im Herbst 2004 haben Kenzo Suzuki und René Dupré in die Titel abgenommen. Und dann so im November, Dezember rum haben Rob Van Dam und Rey Mysterio in die Titel abgenommen. Dann haben damals die Bodyguards von JBL Jindrak war einer. Jindrak und Luther Reigns? Genau. Nein, da waren so Zwillinge mit so Knappchen. Die hieß irgendwie Doobie Brothers oder sowas, keine Ahnung. Haben sie dann, die sind einfach noch Waffe sehr schwer verletzt und dann haben sie später Eddie Guerrero und Rey Mysterio Captain Champ geworden. Gegen WrestleMania 21 rum war das dann. Ja, aus genau. Der Zeit. Rede? Ja, aus welcher Zeit? Du kannst. Aus der Zeit 2005-2006 fällt mir noch ein richtig schlechtes Tag Team an, aber red erst zu Ende. Nee, das war WrestleMania 21, wo sie gegeneinander im Opener getreten sind. Und dann fing's an hier mit der Dominic-Storyline. Zwischen Eddie Guerrero und Rey Mysterio. So, jetzt ja. Erzähl. Welches Tag Team mir da noch einfällt, sind die Mexicools. Die Mexicools waren überragend. Das ist ein unfassbar rassistisches Gimmick gewesen. Die drei Mexikaner, die natürlich mit, was waren das, mit Rasenmäher-Traktoren zum Ring kommen mussten. Um das klischeehafte, um das Klischee des mexikanischen Gärtners noch weiter zu treiben. Zu unterstreichen. Unterstreichen, an die Spitze zu treiben, Entschuldigung. Die waren aber trotzdem überragend. Ich fand die waren cool, ja. Die Mexi-Cools waren cool. Und dann kommt an, wie die Performer das überbringen. Also ich wäre ja auch vielleicht viel noch nie ein Abgefahrt-Gimmick gewesen. Aber weil Eddie Guerrero das so überzeichnet und cartoonhaft rübergebracht hat, war es einfach nur liebenswert. Dieses Latino Heat Gimmick? Oder dieses ja. I lie, I cheat, I steal? An sich halt mit dem Lowrider reinkommen, der halt auf und ab kann, der dann halt I lie, I cheat, I steal, I get it, oder? Ja. Im Hintergrund wieder zu tanzen. Also, diese Los Guerrero-Skripts war ja an sich ja auch die stehlende Mexikaner, also. Ja, die haben auch geklaut und die Leute beschissen. Von daher. Oh Gott, ich musste aufstoßen, Verzeihung. Aber sauer wahrscheinlich wegen Deuce und Domino. Max? Von den Indie-Ligen mit einzeln? Generico oder
Briscoe Brothers. Kannst du auch einbringen, wenn du möchtest, aber ich wollte gerade erstmal, weil Max noch gar nichts gesagt hat dazu, weil ich fragen, ja, welche Gimmicks. Ich habe gleich am Anfang was eingebracht. Ja, ganz am Anfang, Mann, Satz oder was? Ja, ich habe schon immerhin Gilbert zur Liste hinzugefügt. Ja, Gilbert. Wir reden ja gerade von Tag Teams. Oh Gott. Keine Ahnung, fällt mir jetzt auf Anhieb 1 ein, was ich scheiße genug finde, um es hier anzubringen. Edge and Christian. Fand ich zu ihrer Hochzeit eigentlich. Oh, scheiße. Na, ich fand's auch witzig. Aber wir reden ja über gute bzw. über schlechte, deswegen. Ich fand das ziemlich klasse. Das war auch wieder vor meiner Zeit, aber seit dem boomenden DVD-Markt jetzt mittlerweile für WWE, konnte man ja in der Doku und im Video sehen, wie das alles war. Diese 5-Second-Poses. Absolut übertriebene Methoden, damit sie nicht in ihren Tech-Team-Matches antreten müssen, die mit Cody da Backstage immer hatten, die Segmente. Absolut herrlich. Das waren noch Comedy-Gimmicks, die waren tatsächlich auch lustig. Ja, die waren witzig. Dank Edge wissen wir ja auch, dass Kurt Angle suckt. Ja, das stimmt. So. Nein, mir fällt gerade ein, wer mir richtig auf die Nerven gegangen ist, auch um die Zeit, über die ihr eben gesprochen habt, das Spirit Squad. Die sind mir sowas von unsympathisch. Wie hießen die denn? Danny, Kenny? Na, Nikki, Kenny, Mitch, Mikey und noch ein Fünfter. Einer ist heute noch bei der WWE, habe ich letztens mitgekriegt. Dolph Ziggler, ne, war einer. Dolph Ziggler war das, Kenny Dykstra, Johnny Jetta, Mitch, der direkt entlassen wurde danach. Das Spirit Squad, lass mich kurz gucken. Mickey, Mike Mondo. Kenny, Johnny, Mitch, Nikki und Mikey. Das war auch wirklich schlecht. Ja, auf Wrestlecraft müsste stehen, wie die heißen. Und da wurde auch das gesamte Tag Team aufgenommen. Wer war denn da Dolph? War Nikki Dolph? Ich guck mal ganz kurz. Ja, ja, Nikki ist Dolph Ziggler. Ja, Dolph heißt ja auch Nick Nemeth. Ja. Mike Mondo. Kenny Dykstra, ja. Johnny Chatter? Johnny. Ja, Johnny Chatter und Mitch. Mitch Mitchell. Nick Mitchell heißt der wirklich. Ach du Scheiße. Mir fällt aus der Zeit noch ein schlechtes Steven-Gimmick ein. Jillian? Mit ihrem komischen Ekelpilz auf der Backe. Ich meine, ja, zwei. Erstens der Ekelpilz an der Wange, der vom Boogeyman abgebissen wurde. Ja. Wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. Da war doch die Fehde, Shape. Die auf die Pforte der Natalia gekommen sind. Ja, stimmt. JBL gegen Boogeyman war auch so eine epische Fehde. Wer ist mit dem jodelnden Cesaro? Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein. Mad Power. The Yeti. Hey, was oder aus der allerersten ECW-Rede, Matschka. Los. Entschuldigung, das tut mir leid, ich hab. Alter, wir reden die ganze Zeit, und du bist total leise wegen uns. Sag uns was. Ja, genau, sprech dich aus. Aus der ersten WWE-ECW-Episode The Zombie, falls sich jemand daran erinnert. Boah, ganz schwach, das war letztens erst in so einem WWE-Top-10-Video. Ja, das war die großartigste Promo aller Zeiten. Wer das nicht kennt, muss sich das angucken. Ich glaube, ich möchte es mir gar nicht angucken. Waren doch die ersten ECW-Episoden, wo Sandman dann lauter irgendwelche Freaks Ach ja, Kane ja. abfertigen musste. Und Zombie war, glaube ich, auch dabei, ne?
Ja, das war der allererste. Ein Oh Indie-Wrestler, Gott. dem sie gesagt haben, lauf wie ein Zombie rum und kröl mal ins Mikro. Da haben sie wahrscheinlich Batista entdeckt. Batista haben sie so um 1990, 2000 entdeckt. Er hat damals versucht, bei WCW anzurollen. Die haben gesagt, er wird nicht seine Karriere mehr machen. Sprechen wir von aktuell guten Gimmicks. Hey, Mir fällt ein so. guter Ge oder ein gutes Gimmick ein, was im Moment ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber bei NXT sehr präsent war, war Sasha Banks, der Boss. Das war so klasse, das Gimmick. Genau. Genauso wie Kevin Owens bei NXT das Gimmick überragend war. Und was mir im Moment auch sehr gut gefällt, sind die Water Villains. Heißen die so? Ich finde, ja, die Worte oder so, wenn die aussprechen, keine Ahnung. Ja. Das ist Abschluss, das ist ein paar Tech in der WWE, neben Enzo Amore und Obwohl ich finde, dass von den Water Villains der eine aussieht wie Cesaro mit Haaren. du meinst in Englisch. Genau. Genau. Der sieht aus wie Cesaro mit Haaren. Der war auch schon vor dem Wort Williams absolut klasse. Ich meine, der war jetzt nie ein großartiger Wrestler, aber erinnert sich auf einmal sein Gimmick vor dem Wort Williams. Das Sängergimmick. Genau, in the WWE. Ruhe, es hat keiner eine Wette verloren. Es muss keiner singen hier. Singe aber gern. Dann mach das privat. Das sagen alle, komm schon mal. Mach YouTube-Videos und sing da und schreib dann unter deine Videos, ey, fickt euch, ihr Hater. Nein, Aspi, alles gut. Ja, möchte sonst noch einer ein Gimmick dazu steuern? Ein aktuelles? Aktuelles, ja, Da fallen mir nur aktuelles. schlechte ein. Also Es mir gibt fällt nicht was. noch ein überragendes Gimmick. Mal gucken, ob ihr davon allein drauf kommt. Brown Stowman. Nein. Hey, Moment, der überragt im Moment alle anderen in der Feder. Also ich bitte dich, immerhin ist er überragend. Lass den nur einmal antreten und man merkt, wie scheiße der sein wird. Der hat in seiner Karriere bisher 7 Matches Hey, Und Mann, er hat den Finisher den von Gimmick Sam von Shaw aus ihm. TNA. Da muss er doch gut sein, oder nicht? Ja, Nino, ich glaube, du hast dein Mikrofon abgefiltert. Also wenn jetzt hier mit Dean Ambrose kommt, dann gibt's Kopfschmerzen. Das Gimmick geht mittlerweile gar nicht mehr. Dean Ambrose Gimmick. Hat er überhaupt noch ein Gimmick? Ja, er Außer, ist verrückt. dass er Der ist lunatic. der beste Freund von Roman Reigns ist und ihm permanent irgendwie einen Arsch kriegt. Ich hatte ja gehofft, dass er beim Er SummerSlam hat turnt und endlich ja wieder ein so ein bisschen Profil gewinnt. Personenfehler rum noch ein Gimmick. Da hatte er sogar gegen Bray Wyatt verloren, das war ja irgendwie ein Comedy-Gimmick. Der saß er da, hat Psychologen zum Weinen gebracht, die weißen Zwerge in Wüsten zu pinkeln. Dann hat er Leute mit, ja, hat er glaube ich, irgendwo habe ich mal gelesen, hat er mal jemanden mit dem Weihnachtsbaum niedergeschlagen. Und dann hat er Titel geklaut, wenn er in Anzügen irgendwie Nachrichten so Parodien gebracht hat, bevor er Wake Girl gefesselt hat. Das ist ein Comedy-Gimmick. Ja, er war Kann man auch nicht mehr ernst nehmen. im Moment hat er kein Comedy-Gimmick, sondern im Moment tauscht er die Freunde für immer Ringe mit Roman Reigns. Wenn sich einer noch an die SpongeBob-Folge erinnert mit dem Freunde Ja. für immer Ring. Das erinnert mich noch an die Folge. Na gut, er ist ja halt immer noch irgendwo halt. Immer noch halt irgendwo in der Zwischenzeit, aber er denkt jetzt so: Ja, ich habe keine Freunde, ich habe nur einen, den ich meinen Freund nenne. Der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ja, das Problem ist, wenn ich Wrestling gucken will, dann gucke ich Wrestling. Und wenn ich irgendwas mit Freunde für immer gucken will, dann gucke ich mir SpongeBob an oder Pokémon, weil die kämpfen ja auch und sagen auch, oh, wir sind so tolle Freunde. Und Pikachu, du bist mein bester Freund und so weiter. Das ist dasselbe hier. Hier, Roman Reigns ist Ash und Dean Ambrose ist Pikachu. Die einzige Art und Weise, wie du Dean Ambrose jetzt noch retten kannst, ist, weil jetzt erwarten ja alle, dass Dean Ambrose Heel turnt. Aber
Ich fände es viel besser, wenn er halt jetzt Ambrose so letztlich staubt. Roman Reigns, dann freut alle denken, ja, jetzt gehört Ambrose, jetzt gehört Ambrose. Und dann turnt Reigns. Das wäre die einzige Methode, die ich irgendwie noch an die beiden retten kann. Eventuell. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Pikachu und Dean Ambrose. Pikachu spricht mehr als Dean Ambrose. Und auch spricht er auch nicht mehr. Zumindest hört man Pikachu in einer Pokémon-Folge, die 20 Minuten geht, öfter sagen Pikachu, als dass Dean Ambrose in einer 3-Stunden-Raw mal ein Wort rauskriegt. So, das war mein Satz zu Dean Ambrose. Ich mag ihn als Wrestler, aber im Moment ist er für mich Pikachu. Ich glaube, ich weiß, welches Gimmick du noch eben angesprochen hast, das als gutes Gimmick. Na, rate mal. New Day? Ja, New Day. Man muss ja sagen, New Day hat ja, das hat ja richtig scheiße angefangen. Weil sie sollten ja Faces sein, blablabla. Und seitdem sie Heel sind, haben die sich so hochgemausert mit ihren Reaktionen und die sind over. Und ich finde auch diese Musikeinlagen, die sie zur Zeit bringen, finde ich total witzig. Das unterhält mich total. Posaune. Ja. Ich glaub, du musst es sagen. Ich habe jetzt gestern den Summerslam noch nachgestellt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, zu gucken, aber als ich dann die Eier gelabert habe, habe ich das geredet drüber. Und so war ja halt dann dieses 4-Mann-Tag-Team-Match und von all diesen Leuten, und wenn man da bedenkt, wie die New Day noch vor ein paar Monaten wahrgenommen worden war, waren das die einzigen, und man muss ja sagen, das ist eigentlich Stöhle, die tanzen und klatschen und singen durch die Welt gehen. Das waren die einzigen, die als Tag-Team ernst nehmen konnte, obwohl sie halt so Geek-Haft wiederkommen. Ja, also wie gesagt, die sind total over. Ich feiere die auch total. Ich weiß nicht warum. Das Einzige, was ich ein bisschen lächerlich finde, ist, wenn Big E seine Brüste wackeln lässt. Das ist für mich manchmal. Das ist aber ganz extrem. Ja, das finde ich. Siegestanz. Das finde ich manchmal etwas fremdschämend, sagen wir es mal so. Siegesfeier von Kofi war so genial, der auf dem Rücken den Rückwärtswurm gemacht hat. Der hat wahrscheinlich das probiert, was Shawn Michaels die ganze Karriere gemacht hat, hier von den Schultern hoch auf die Beine zu springen und hat es halt nicht geschafft. Aber das ist ja gut, ist ja egal. Möchtet ihr noch groß was dazu sagen? Weil dann würde ich sagen, ich schließe das Thema und wir haben kommen heutigen mit dem schlechten Gimmicks noch gar nicht. Die heute, ja, da gibt es viele. 90% des WWE-Rosters. So, dann wären wir damit durch. Ich glaube, irgendwie beim SummerSlam jetzt ein bisschen den Undertaker gekürzt vom Gimmick her. Undertaker? Den habe ich mich schon ein bisschen gekürzt jetzt beim SummerSlam, weil vom mystischen Toten ist da jetzt nicht mehr viel übrig. Das ist ein alter Mann, der Leute in die Eier schlägt. Weil, ich meine, muss ich das eigentlich denken, wenn jetzt jemand, der keine Ahnung vom Wrestling hat, vom Gimmick Undertaker erzählt, dann denke doch, von den Scheiß guckst du. Aber der Performer Mark Calloway, der ja wirklich zumindest früher sah, sehr unheimlich aus, der hat diese Rolle so überragend einfach gespielt, dass ich das vollkommen vergessen habe, wie die Figur an sich ist eigentlich absolut dämlich, wenn du was drüber nachdenkst. Aber der Performer, das ist auch das, was ich mir vorhin mit der Kostas angefangen habe, gemeint, dass manche gehen nicht von den Performern leben. Von SummerSlam, da hat man mir das so ein bisschen gekühlt, ein bisschen. Also, kann ich doch jetzt wieder das Leben des Toten ernst nehmen. Pass auf, wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Ich bin gerade auf www.com/superstars oder wie es auf Neudeutsch heißt, /superstars. Und wir gehen jetzt einfach mal durch. Gutes Gimmick oder schlechtes Gimmick. Jeder sagt dann so, wie es jetzt in der Reihenfolge ist beim TS, ob es gut oder schlecht ist. Ich fange an bei A wie Adam Rose. Scheiße. Scheiße Gimmick. Scheiße. Scheiße. Alex Riley ist im Main Roster? Die haben, glaube ich, NXT Roster damit zusammengeworfen. Ja, dann den streichen wir einfach. Alex Riley ist verletzt, da können wir. Zuletzt bei NXT
Anfang des Jahres relativ gut sogar gefallen hat. Ja. So. War doch dabei, dass er immer gegen Kevin Owens verloren hat, oder? Ja. Ja. Da hat er mir nicht sehr gefallen, also. Rage Wide, wie hieß er dann noch immer scherzhaft, oder? Weiß ich nicht. Jetzt kommen wir zur Crazy Psycho Bitch Alicia Fox. Ja, ein Gimmick. Ja, die switcht so oft zu Face, obwohl das sind alle Dieben. Hatten die alle in einem Fox lassen, gerade scheiße. Die hat doch seitdem sie Hochzeitsplanerin von Edge und Vicky war, kein Gimmick gehabt. Okay, wir machen einfach weiter. Becky Lynch. Geil. NXT Top, Name was the Flop. Aber gut. Gimmick hat sich ja nicht verändert, deswegen sage ich, ist ein gutes Gimmick. Die ist einfach nur da. Ja, okay. Big E. Klasse. Top. Geiler Typ. The Big Show. Kein Gimmick. Kein Gimmick, sehe ich auch so. Zurücktreten. Zu alt. Dann kommt für mich das beste Gimmick of all time. Leider wird's zu wenig gepusht. Bo Dallas. Großartig. Hat mich ein bisschen totgelaufen, finde ich. Ja, leider totgelaufen, aber na Booker T nicht. Bray Wyatt. Yeah. Also er war früher Top, aber jetzt ist er beide. Ah, jetzt ist er kacke. Wenn ich so 40 Jahre Beatnecks zu hören, dann Wort haben mehr Sinn als die von Bray Wyatt. Soll ich die Diven weglassen? Ja. Kommt drauf an. Jetzt käme Cameron wahrscheinlich. Nee, jetzt käme Brie Bella. Oh. Deswegen kein Gimmick. Ist halt die Schwester von Nikki und lässt sich von. Naja, das sage ich jetzt nicht. Brock Lesnar. Top. Top. Ist. Top. Ich wollte erst sagen, kein Gimmick, aber ja, ist das Fies, also top. Dann haben wir. Was ist denn das? Ich drücke auf Superstars, nur auf Superstars und nicht Alumini-Bereich, aber egal, wir gehen einfach weiter. Cesaro. Top. Top. Ich finde, er hat im Moment gar nicht so ein Gimmick. Was hat er denn für ein Gimmick? Du bist Superman. Und er verarscht Kevin Owens. Ja, okay, ja. Kein Gimmick, würde ich sagen. Guter Wrestler, aber für mich hat er kein herausragendes Gimmick, wie zum Beispiel jetzt Adam Rose zum Beispiel. Also. ja, der Rest ist irrelevant. Daniel Bryan ist verletzt. Darren Young. Kein Gimmick. Na doch, so ein bisschen. Ja, ist mir eigentlich auch egal. Ich hab mit den Primetime-Players eigentlich nicht so das Problem. Also. Ich auch nicht, aber. Ganz okay. Ganz okay. Man kann man mit Karl. Was hast du gesagt? Dann kann man das für ein Gimmick nennen. Ich kann es hier eigentlich schon ziemlich auf Dörr. Ich habe jetzt auch kein großes Problem mit denen, aber. Ich weiß nicht, nur weil man tanzt, hat man ja auch kein Gimmick. Da müsste man ja auch sagen, dass Blue Pants ein Gimmick hat und ihr Gimmick wäre es einfach nur blaue Hosen zu tragen. Ja, okay. Ich Jungs, Gimmick. Ich breche das jetzt ab, weil das wird mir sonst zu viel. Was wir jetzt groß aufhalten, das Problem ist ja schon, dass es schlechte Gimmicks gibt, sondern dass die gar keine Gimmicks mehr haben. Da ist nur noch viel. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Zeb Cole da noch. Warte mal. Hat Jack Swagger schon gekündigt? Nein. Noch nicht. Er hatte es wohl vor, aber der Twitter-Account ist wohl wieder auch aktiv. Ach, da ist er noch. Ich habe gedacht, er ist gar nicht mehr dabei, aber der steht hier neben Hornswoggle. Hornswoggle war jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr in den Shows. Ja, der ist doch jetzt bei Swerved. Was ich übrigens die manchmal. Shows nicht. Aber Swerved ist manchmal ganz witzig.
finde ich. Ist aber wieder nur meine bescheidene Meinung. Ich habe noch nicht geguckt. Das ist diese WWE-Show von den Jackass-Produzenten, oder? Ja, genau. Jackass-Produzenten. Okay. Also legen wir das Thema Gimmick ad acta? Ja, wir legen das. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde schon gequatscht fast darüber. Deswegen okay, legen wir das jetzt ad acta. Okay, ich wollte jetzt zum Abschluss nur noch das legendärste schlechte Gimmick einbringen. Nachdem auch der Award der Seite Retrocraft benannt worden ist, war der Gabriel Gubner. Erinnert sich einer daran. Da hast du recht. Das war halt die Gimmick, wo sie halt dieses Ei hatten. Alle haben gedacht, das kommt da raus. Aber Thomas Stan, weil dann kam dann Hector Guerrero in diesem wirklich furchtbaren Truthahn-Kostüm raus. Da hat dann Gene Okerlund getanzt. Und selbst die Kinder, die den Mittelfinger zeigen, er weiß, dass das Gimmick scheiße ist. Ja. Übrigens, ihr habt alle WhatsApp, kann das sein? Ja. Ja. Jo. Es gibt jetzt den Mittelfinger-Smiley. Was? Yay! Nice! Das, weil du gerade gesagt hast, Mittelfinger. So, gut, dann haben wir das durch. Jetzt quatsch ich, beziehungsweise haben wir schon das letzte Thema eigentlich. Und zwar, wie gefährlich beziehungsweise anstrengend ist der Wrestling-Sport wirklich? Und wo ist das Risiko im Vergleich zu anderen Sportarten, sich zu verletzen? Ich glaube, hat einer von euch schon mal richtig gewrestelt? War einer schon mal in der Schule und hat das so ein bisschen trainiert? Ich habe in meiner Trainingsrunde Ring mit meinen Brüdern mitgemacht. Aber kann man ja nicht vergleichen damit. Ja, deswegen frage ich, hätte es sein können, dass einer bei euch mal gesagt hat, ey, ich gehe mal einen Tag zu Alex Wright oder weiß ich nicht wohin. Ich hab's mal vor, also mein Übergewicht und der 25 Schlemmchen würde das wahrscheinlich nicht lohnen. Och, das geht immer. Danach weißt du halt, wie alt du bist. Weil du jeden verdammten Knochen im Leib spürst. Und ja, dann spreche ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Viele wissen, oder viele unserer Zuhörer wissen, dass ich 7 Jahre gewrestelt habe. Dass ich bei Alex Wright trainiert habe, eine Zeit lang. Und ja, wie gefährlich ist Wrestling? Wrestling ist, wenn man nicht trainiert ist, sehr gefährlich. Und das ist jetzt auch nicht hier Kayfabe oder ähnliches hier, don't try this at home. Die haben schon ihre Gründe, warum sie sagen, don't try this at home. Wenn du untrainiert bist und beziehungsweise nicht weißt, wie du fallen musst, dann kann es schon mal sein, dass du dir das Schulterblatt brichst oder einen Arm brichst oder was weiß ich. Wenn du trainiert bist, ist es auch noch gefährlich. Man muss sich vor Augen halten, Wrestling, es ist Show, es wird abgesprochen, wer gewinnt. Aber die Bumps und teilweise die Schläge, das geht halt echt auf den Körper. Wenn du da trainiert bist und irgendeiner verbotscht einen Move und du knallst da irgendwie falsch drauf, da kann es auch schon mal sein, dass du dir das Genick brichst. Kleines Beispiel, der Great Khali hat man im Wrestler mit einer Powerbomb das Genick gebrochen. Vor seiner WWE-Zeit. Ja, und der ist doch gestorben. Der ist dabei gestorben. Brian Ongbeine hieß der. Das kann gut möglich sein. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das war jetzt nur eine kleine Anekdote eben dazu. Und wie gesagt, es gibt genug Beispiele von professionellen Wrestlern, die gestorben sind nach einem Wrestling-Move. Gibt genug Beispiele. Ich will gar nicht aufzählen. Aktuellste war ja der Pero Aguayo Jr. dieses Jahr. Da war ich gerade drauf hinaus, dass er Anfang des Jahres verstorben. Ja. Und wie lange hat der vorher gewrestelt? Der hat doch auch schon bestimmt, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit ihm nicht so aus, aber der hat doch bestimmt auch schon vorher 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre gewrestelt, oder? Der war doch auch Moment. Nicht mehr der Jüngste.
19 Jahre. 19 Jahre hat er vorher gewrestelt. Er hat gewrestelt, seitdem er 16 war. Ja, und dann überlegt man, 19 Jahre Wrestling und dann ist ein Move verkackt und dann bist du weg vom Fenster. Das ist halt leider so. Der Körper kann nur eine gewisse Anzahl an Bumps aufnehmen, würde ich jetzt mal sagen. Beste Beispiel hierfür ist ja auch deine Mike, der ja über Jahre hinweg diesen halbwaghalsigen Manöver gemacht hat und jetzt im Rollstuhl sitzt. Zum Beispiel. Guckt euch Rey Mysterio an, der waghalsige Manöver gemacht hat, dem beide Knie sind komplett im Arsch. Also, ich würde sagen, gefährlich ist Wrestling auf alle Fälle, gerade in auf langer Sicht gerechnet, Gehirnerschütterung etc. Es gibt so viele Beispiele, ich glaube, da brauche ich nicht viel viel sagen. Zur Anstrengung im Wrestling. Wrestling ist ein Ganzkörpersport. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Und das ist anstrengend. Das pumpt dich komplett aus. Es ist anstrengender als... Was ich jetzt sagen würde, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall anstrengender als Golfen. Und... Und es ist auf jeden Fall anstrengender als diverse, zum anstrengender als Fußball würde ich sogar auch sagen, weil Fußball, du bist eigentlich nur am Rennen und groß Armmuskulatur und Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur brauchst du für Fußball eigentlich nicht. Sag ich. Ich spiele auch Fußball, aber irgendwo bayerische Kreisklasse 3 oder so, also die unterste Liga in Bayern. Bei den alten Herren auch noch. Die spielen ja gerade. Die spielen gerade? Ja, Bayern führt 1-0 gegen Leverkusen. Ach schön, ja. Da freue ich mich. Das zum Anstrengen, also Wrestling ist anstrengend. Ich habe durchs Wrestling, ich war bei 140 Kilo und bin auf 75 Kilo runter. Also, es ist anstrengend. Ich habe innerhalb von einem Jahr von fast 70 Kilo abgenommen. Zum Risiko im Vergleich zu anderen Sportarten. Jede Sportart ist irgendwie gefährlich. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube aber, dass Wrestling gleichzusetzen ist mit diversen anderen Kampfsportarten, wie zum Beispiel Boxen, MMA und wie sie nicht alle heißen, Karate, Muay Thai, Ringen. Also da gibt's viele Sportarten, die genauso gefährlich, wenn nicht sogar, es gibt auch gefährlichere Sportarten wie Wrestling. Boxen. Boxen, würde ich da nennen. Boxen ist eine Sache, die ist gefährlicher. Genau, man ist manchmal bei der WWE, weil wir jetzt gerade in Gefahren verwechselt werden, nicht bewusst, wie gefährlich manche Sportarten überhaupt sind. Zum Beispiel ist das mit Boxen, das ist ein gutes Beispiel. Bei Boxen sind schon mal Leute im Ring gestorben, bei MMA noch nicht. Trotzdem ist auch nicht bei der WWE nach Boxen zu gefährlich, also MMA schon. Na, ich würde mal sagen, bei MMA achtet man sehr. Ich will nicht sagen, dass es beim Wrestling anders ist. Aber ich glaube, dass man beim MMA noch mehr drauf achtet. Auch die Kämpfer gegeneinander, dass die drauf achten, wenn da einer einen Kamura ansetzt. Es gibt bestimmt diverse MMA-Kämpfer, die, wenn sie wissen, sie kommen da nicht mehr raus, sie klatschen sofort ab. Ja. Großes Problem auch einfach ist meiner Meinung nach, dass bei vielen Sportarten man erst viel zu spät gemerkt hat, wie schwer solche Verletzungen sind. Ich meine, heute hast du so viele Footballspieler, die durch Gehirnerschütterungen so dauerhafte Gehirnschäden davon getragen haben, weil sie nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Ja, das hast du beim Wrestling aber auch. Ja, das meine ich ja. Also man hat, so makaber es sich auch klingt, der Fall Christopher Noir hat ja echt geholfen, halt, dass man das anders wahrnimmt. Ja, na klar, das sind halt Extrembeispiele. Ja, aber dadurch hat sich ja vieles halt geändert. Ich meine, heutzutage wird bei Football so stark auf Gehirnerschütterung geachtet, auch bei der WWE. Ja.
Also das gab es früher nicht. Wenn da jemand früher eine Gehörstörung gehabt hat, dann hieß einfach, oh, so wie ein Bane Gills wieder rein. Ja, jein. Jetzt nochmal, um zu vergleichen. Boxen. Boxen hat ja auch ein ganz anderes Ziel, als Wrestling es hat. Beim Boxen geht es ja darum, einem auf die Birne zu klopfen, dass er umfällt. Genauso wie es bei MMA geht es jetzt nicht direkt darum, den so lange auf den Kopf zu schmatten, bis er umfällt, sondern es geht darum, einen zur Aufgabe oder zu einem K.O. zu bringen. Und ja, beim Boxen geht es ja in dem Sinn scheiß auf die Punkte. Wenn keiner von euch guckt sich einen Boxkampf an, der nach Punkten endet und sagt, boah, das war jetzt ein richtig geiler Kampf. Da geht es darum, den anderen so fest auf die Glocke zu hauen, dass er umkippt. Ja, ich muss aber sagen, keine Ahnung, das stimmt schon. Ich meine, ich habe mir jetzt dieses Jahr Pacquiao gegen Mayweather angeguckt. Für mich war das eine absolute Enttäuschung. Weil ja, ich da ja so safe und auch scheiße gekämpft habe. Aber auf der anderen Seite, auch so gut, wenn sich der Boxer sorgt, dass die Omen gibt, wenn man nicht richtig denken kann. Ich meine, guck dir mal Interviews von früheren Boxern an, die heute reden und sprechen. Man kann sich ganz kaum artikulieren. Ja, das Problem ist, bei den Boxern, die werden noch relativ alt, bei den Wrestlern ist das nicht mehr so, die kommen nicht mehr in das Alter, wo sie kaum noch sprechen können. Die treten halt dann ab mit 60, 65. Okay, das stimmt natürlich. Aber man muss halt auch einfach so sehen, dass heutzutage Weihnachten diese riesigen Museen geguckt wird. Ich meine, die Zeit, wo ein Mick Foley vom Käfig da futterspricht, durch den Kompressor am Tisch, wird es nicht mehr geben. Das wird's auch nicht mehr geben, weil es zu riskant ist. Guck dir Boxkämpfe von früher an. Muhammad Ali zum Beispiel. Oder, wie heißt er? Mike Tyson. Mike Tyson. Die Kämpfe, also die Qualität der Kämpfe zur heutigen Zeit hat sich nicht geändert. Die Art zu boxen, es ist immer dasselbe in dem Sinn, sag ich jetzt mal. Da hat sich nicht viel dran geändert. Guck dir mal ein Wrestling-Match von vor 20 Jahren und guck dir heute mal ein Wrestling-Match an. Weil's bedeutet, schneller, höher, weiter. Wenn ich mir angucke, Gott, die WWE ist schon einen Schritt zurückgegangen, aber wenn ich mir so Sachen angucke wie Shane McMahon, als er hier von Steve Blackman da den Candlestick in den Rücken kriegt und hier aus, weiß ich nicht, was war das, 15 Meter? Da runter kracht? Weiß nicht, echt gesagt, was für ein Match das war. Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, das war SummerSlam. Ich bin mir aber nicht sicher, ist ja nur SummerSlam 2000. Steve Blackman gegen Shane McMahon, ne? Ja. Und da fliegt er runter, oder eben Mick Foley, als er vom Käfig runterfliegt. Oh, es gibt so viele Beispiele. WrestleMania 21, die Diving Headbutt von der Leiter von Chris Benoit. Ja. Wo er sich die Nase beigebrochen hat. Also es gibt so viele Sachen und heutzutage... Der Swanton Bomb auf Randy Orton vom Gerüst. War da... Ja, oder der Leg Drop bei WrestleMania 23? 23, meine ich. Bei Money 23. In the Bank Match? Ja. Durch die Leiter durch. Edge liegt auf der Leiter, Leg Drop von der Leiter durch die Leiter durch. Das ist heutzutage, wenn man jetzt vom PG ausgeht, ist das, das stellt man sich nicht mehr vor bei der WWE. Was ich gut finde. Ich finde das auch ganz gut. Ich meine, es gibt auch viele, die jetzt immer noch wollen, dass es wieder Blut gibt. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an das Blutbad zwischen Eddie Guerrero und Jaron Bradshaw Layfield erinnert. Das habe ich mir gestern Abend angeguckt. Dann habe ich auf dieser Eddie Guerrero DVD, die haben die Spiele drüber Schädel gehauen und waren dann am Ende so blutüberströmt. Ich sag mal so, es gab ja auch viele Matches, gerade 2004, 2003, 2004, Triple H gegen Shawn Michaels. Da haben die auch beide geblutet wie die Sau.
Wenn ich mir angucke, Royal Rumble 2004, das Last Man Standing Match Triple H gegen Shawn Michaels, das war schon heftig. Ich muss dir aber sagen, dass es muss nicht immer Blut fließen, aber wenn du eine gut aufgebaute Fehde hast und wenn du merkst, die hassen sich und es fließt Blut, dann bringt das nochmal so ein bisschen Impact. Das hast du doch schon mit SummerSlam gut funktioniert, mit Lesnar und Taker. Genau, als Lesnar so, der hat ja nicht doll geblutet. Ja, so in dem Markt ist es dann noch in Ordnung, aber das ist so alt in ihrer Zeit, da war das stellenweise so überzogen. Ja, natürlich, weil sie sich alle gecuttet haben. Ja. Die haben sich doch alle die Stirn aufgeritzt. Kann mir keiner erzählen, ja, das war hier wegen dem Plastikstuhlschlag, den sie zufällig als Steel Chair anbringen, obwohl man sieht, dass die Sitzfläche aus Plastik ist. Ja, ich meine, Cody hat bestimmt Blut für mindestens 4 Eimer verloren in seiner gesamten Karriere. Ja. Gibt's noch andere? Terry Funk zum Beispiel. Oh Gott, ich habe das jetzt nur mal vom Lesen aus McCrory's Autobiografie, aber kennst du dieses Match in Japan zwischen Terry Funk und McCrory, das soll so überzogen gewalttätig gewesen sein? Also mit 4 Explosionen, was weiß ich alles? Ja. Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder kontinentabhängig. Es gibt in Japan eine kleine Wrestling-Liga, die setzt eben nur auf so Hardcore-Scheiße. Die hauen sich die Leuchtstoffröhren über den Rücken kaputt und schneiden sich damit die Stirn auf. War das Anfang, wenn man sich Bilder von 2000, 2001er DVDs von CZW anguckt. Die sind ja fast gestorben im Ring, die werden ja fast verblutet im Ring. War das der eine Wrestler, der ständig irgend so eine Elektrosense eingesetzt hat? Ich weiß nicht, auf was du anspielst. Aber ich habe auf jeden Fall mal so ein Bild gesehen. Kein Fan von Hardcore Wrestling. Na, was heißt kein Fan von Hardcore Wrestling? Wenn es gut gemacht ist. Ich gucke mir auch gern alte Sachen von der ECW an. Ich habe kein Willen, aber ich kenne zum Beispiel Gimmick-Matches, es gibt und natürlich mit Spielen und sowas schläge, aber dieses absolut überzogene Hardcore-Wrestling, zum Beispiel bei der CCW, wo, keine Ahnung, einfach so, als der hat da irgendwo einen Nippel verloren, weil da jemand so eine Kreissäge abgedeckt hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber soll ich dir mal sagen, wo Mick Foley sein Ohr verloren hat? BCW. In einem ganz normalen Wrestling-Match in München. Weil es hat ihn, glaube ich, Raider abgerissen oder so. Wir wollen schon im Ring sein, das ist da reingeraten und das Ohr wurde irgendwie entfernt. Raider ist mal das Auge rausgeploppt. Ja, toll. Das ist einfach nicht mein Ziel, sag ich mal so. Ich mag meine Matches tatsächlich wieder mehr von der technischen Seite. Und wenn Gimmick-Matches, dann hauptsächlich vielleicht Leiter-Matches, wobei ein Leiter-Match ja noch viel gefährlicher als ein Stacheldraht-Match. Jein. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, aus meiner aktiven Zeit, meine Lieblingsmatches waren diese Hardcore-Matches. Weil du, wenn du es richtig machst, mit wenig Aufwand viel Impact erreichen kannst. Wenn du zum Beispiel so einen Klappstuhl nimmst, ne? Und wenn du den richtig abkriegst, sage ich jetzt mal, also hier Hände vorm Kopf etc. Das tut dir vielleicht ein bisschen an der Hände weh. Wie als hättest du zu fest in die Hände geklatscht. Aber es klatscht wie Sau, du fällst einfach um und es hat halt Impact wie Sau. Natürlich, ich würd mein Schädel, wenn da einer ankommen würde mit so einem Stuhl, ich würde meinem Schädel da nicht hinhalten. Ums Verrecken nicht, aber so 3-4 Zentimeter mit den Händen über den Kopf, damit das keiner sieht, wenn das richtig eingestellt ist. Hast du gar keine Probleme mit, da tun dir die Hände ein bisschen weh und es hat halt Impact wie Sau. Sagen wir es mal so, wenn diese Hardcore-Matches oder No-Hold-Bars-Matches, wie sie heutzutage gerne nennen, keinen Sinn machen, in Maßen geschehen, dann habe ich kein Problem. Also, aber man muss sich halt angucken, wie es halt bei CCW und anderen Hardcore-Ligen so aussieht, wie es halt früher bei WWE aussieht. Kennt ihr die Doku Beyond the Mat? Hm? Also eine Doku Beyond the Mat kennt. Da wurden damals drei Wrestler groß dokumentiert,
Zum einmal die ECW, dann die WWE. Und einer der Wrestler war halt zum einen James McLaurin, der andere war zum Beispiel Mick Foley. Und da haben sie erzählt von Mick Foleys großen Match gegen Rock bei Royal Rumble 1999 gezeigt, vor WrestleMania 15, die I Quit Match. Und man hat halt gesehen, dass Mick Foley Frau mit seinen beiden Kindern, den Sohn und der Tochter, die jetzt auch Wrestlerin werden will, im Publikum sitzen. Man hat halt gesehen, wie halt The Rock irgendwann im Laufe des Matches halt Mick Foley von der Rampe geschmissen hat auf die Musikbox. Und dann halt mit Handschellen angelegt hat. Und dann hat er halt nach 10 Minuten mit einem Startschuss auf Mick Foley Schädel eingeschlagen. Sowas geht nicht mehr. Also. Nee, in der heutigen Zeit funktioniert das auch nicht mehr. Das guckt sich auch keiner mehr an. Glaube ich. Damals von Meltzer 4 Sterne bekommen. Also ich habe das jetzt auch nur entwickelt. Ich mache es schon letzte Rot. Ich meine, sollte The Rock als harten Hund rüberbringen. Am Ende sah die Foley wieder hatte und auch The Rock war irgendwie einfach ein widerlicher Sadist. Der eigentlich den vierten Mann in den Stuhl wieder schlug und es war einfach nur Torture-Porn, wenn man so will. Und man hat halt gesehen, wie seine Kinder und seine Frau da in Angst saßen. Also, Frau scheint sich wirklich nicht mehr, diese Art von Hardcore-Matches. Ja, nee, das muss auch nicht sein. Aber nochmal, um auf das aktuelle Thema zurückzukommen. Ich glaube, dass Wrestling von den Nachfolgen her einzustufen ist wie Boxen oder eben andere Kampfsportarten, aber dass es im Idealfall, ich sage Idealfall, ungefähr so gefährlich sein kann wie Fußball oder wie Leichtathletik, sage ich jetzt mal. Ich finde, man kann das sehr gut vergleichen mit Leichtathletik, sowas, was Hambüchen macht. Wenn der da irgendwie runterknallt, kann es auch mal sein, dass er sich einen Arm bricht oder so. Von daher, um das Thema mal abzuschließen. Ja, wir haben viel erzählt, beziehungsweise ich und Aspi haben viel erzählt. Awesome war ruhig, Matschka war ruhig. Wollt ihr beide noch was zum Abschluss sagen? Genau, wollt ihr noch irgendwas sagen? Nö. Nö. Nein. Okay, dann werde ich die Ausgabe jetzt zu Ende bringen. Wenn ihr grüßen möchtet. Ich hatte doch was mit dem Buch. Ach ja. Aspi möchte noch ein bisschen was zur sorry, das hätte ich jetzt fast total vergessen. Er möchte noch ein bisschen was zur Autobiografie von Daniel Bryan erzählen. Und ich höre gespannt zu. Okay, ich hatte jetzt schon mal ein bisschen was zu dem Buch im Forum geschrieben. An sich kann ich das Buch wirklich jedem empfehlen. Es ist wirklich halt ein sehr komprimierter, aber auch sehr gut beschriebener Blick in Daniel Bryans Karriere, halt von den Anfangszeiten in der Schule von Shawn Michaels. Es ist sein großes Titel bei WrestleMania 30. Er berichtet halt sehr witzig, stellenweise auch ernst und sehr charmant halt darüber, wie seine Karriere verlaufen ist. Wie er von der WWE im Jahr 2010 gefeuert wurde, wie er schon mal bei WWE war und er auch schon gefeuert wurde 2002 rum. Über seine Ring of Honor Zeit berichtet er sehr gut. Er berichtet sehr gut über seine Zeit in Japan. Es sind sehr lustige Geschichten dabei, es sind auch sehr ernste Geschichten dabei, wo auch kritische Töne gegen die WWE angeschlagen werden. Zum Beispiel wird in dem Buch schon durchaus ersichtlich, dass die WWE eine Agenda hat gegen die Indie-Leute. Und es berichtet sehr gut über sein Privatleben, zum Beispiel über seine Beziehung zu Nikki Bella, wo es eine sehr lustige Geschichte gibt, mit der James Fest und die Yassi. Das größte Nachteil, den dieses Buch für mich persönlich hat, dass es auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit nimmt, ist, dass wirklich jedes Kapitel mit so einem Vorwort von so einem Typ von WWE beginnt, Craig Kellogg. Weil diese Vorwörter sind absolut grauenvoll.
also die Ach, die gehört ganz kurz, dass jemand an der Tür ist, das aufmacht, bevor sie da. Ja. Moment. Bei Aspi klopft an der Tür. Ja. Ihr hört hier alles uncut. Ich werde das nicht rausschneiden. Und ja. Ja. Okay. Lügt doch nicht. In Wahrheit ist das längst rausgeschnitten. Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Das wird so hochgeladen, wie es ist. Ich habe da keine Zeit für heute. Von daher, das wird bei uns immer alles so hochgeladen, wie es ist. Unzensiert. Unzensiert, uncut. Kein Problem. Also, war es ja bei diesem Vorwort. Jetzt gerade wir beginnen halt mit einem absolut katastrophalen Vorwort, das ist ein Craig Hello heißt. Und das ist pures WWE-Marketing. Also da reden wir dann von so Worten wie Yes Man und Brienne, also so ein Wort, also ein Landwort aus Swine und Free, um halt das Paar zu beschreiben. Abgesehen davon kann ich das nicht jedem empfehlen. Die Vorwortartikel des Arten kann man immer überspringen. Es ist nicht so gut wie der Buch von Mick Foley oder wenn sich auch stellenweise ein paar gemische Füße hatte, das Buch von Hitman, Bret Hart. Aber es ist ein Blick wert. Aspi, kleiner Tipp von mir, wenn du gern so Autobiografien liest, hol dir das Buch von Eddie Guerrero. Alles klar, das habe ich sogar noch auf meiner Liste. Überragend geschrieben. Das ist nur ein kleiner Tipp von mir. Ja, ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal lesen, weil es mich allgemein auch so interessiert. Das ist definitiv ein Blick wert. Und danke, dass du uns darüber erzählt hast. Dankeschön. Und ja, dann machen wir aber jetzt Schluss. Ihr dürft gerne noch grüßen, wenn ihr möchtet. Ich habe ein bisschen was zu grüßen, deswegen mache ich zum Schluss. Aspi, du darfst anfangen, du bist der Erste in der Liste, weil der Rest will ja sowieso nicht mit uns sprechen, von daher. Yay! Dann grüße ich einmal das Telefon von Zackertest, das mich am Montag eine richtige Nostalgie-Gefühl versetzt hat. Dann grüße ich einmal mal wieder die Pressfahl, weil es mein Twitter-Gerl ist. Dann grüße ich Out Dirty Walker. Ja, und das war's. Das war's. Jan, du darfst, wenn du möchtest. Wenn du jemanden grüßen willst. Mir fiel zwar eigentlich niemand ein, aber da sie jetzt noch nicht genannt wurden, nenne ich mal den KM und den Alex Ryan. Die grüße ich mal. Meine Max. Grüße gehen raus an den Chiefy, an Silent, ich den Hannes und JME. Okay, dann grüße ich erstmal alle, die ich versucht habe, für heute hier ranzukriegen. Und zwar grüße ich einmal den Jens, ich grüße Niki, ich grüße den Giovanni, der vergessen hat, dass seine Mama Geburtstag hat und deswegen heute nicht hier sein kann. Der sich jetzt mit Kuchen voll frisst. Ich grüße KM, der am Anfang, sehr lustig, der am Anfang gesagt hat, ich soll ihm so früh wie möglich Bescheid sagen, damit er sich darauf vorbereiten kann. Und jetzt jede Woche sagt, ey Benny, wann kann ich mal wieder mitmachen? Finde ich sehr amüsant, finde ich gut. KM, Topmann. Dann grüße ich, wen grüße ich denn noch? Andi grüße ich und ich grüße, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich kann mir das nicht merken, den Doku Alman King. Ist das so richtig ausgesprochen? Ich glaube ja. Und zwar macht der jetzt ein Quiz auf dem WI-Board. Ich muss jetzt dazu sagen, wo ich gerade bin. Weil wir haben ja eigene Seite und kleines Board haben wir auch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da gerne anmelden, um dann bei uns mitmachen zu können. Oder eben Themenvorschläge. Die Themen, die ich heute da rausgebracht habe, sind aus diesem Board, aus dem Forum. Ganz kleines Forum.
Wie gesagt, der macht jetzt hier Dokus Quiz, schimpft sich das. Und das wird relativ selten stattfinden. Dazu braucht er 5 Leute. Bis jetzt sind dabei. Awesome, du bist dabei, ne? Yep. Awesome, ich und der Giovanni sind mit dabei. Und wie gesagt, er macht halt so ein Quiz über Wrestling. Ich glaube, 30 Fragen sind's. Wenn ich was Falsches sag, Awesome, dann unterbrich mich bitte. Weiß ich gerade selbst nicht so genau. War dir gerade zufällig, weil du gerade eben da was gepostet hast, drauf? Ich kann gerade nachgucken. Sind genau, mit 30 Fragen ging er. Ich bin gerade auch drauf. Ja. 30 Fragen über Skype mit 5 Usern und dann hast du 4 Antwortmöglichkeiten. So ein bisschen so ein Wer wird Millionär? Wrestling-Quiz. Und es gibt als Preis, den ich gewinnen werde, von eine Taschenbuch-Edition von Chris Jericho Undisputed How to Become the World Champion in 1372 Easy Steps. Ein Preis zu gewinnen. Genau, das gibt's zu gewinnen und der ist es wert, da mal mitzumachen, sich mal zu trauen und mal gucken, wie smart ist man eigentlich selber. Ich persönlich glaube ja, ich kack voll ab, aber die Gaudi ist es mir auf jeden Fall wert. Und Crestfallen grüße ich natürlich auch. Und Paige muss ich heute noch grüßen. Mit der habe ich heute geschrieben. Mein Grüße ist schon für den Sacker-Sack, wenn ich schon das Telefon grüße, dann auch von mir erstmal los. Und ich grüße Aspis Störung. Also Ich rede von dem Klopfen, ne? Ja. Nicht von deinem Autismus. Okay, nicht, dass mir das nicht, dass mir das jetzt falsch dargelegt wird. Du weißt, was ich meine, ne, Aspi? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, okay. Gut, für dieses Fettnäpfchen entschuldige ich mich und dann sagen, wir machen es jetzt einfach mal bei WI, dann sagen tschüss der Aspi. Sorry. Der Janinho, aka Awesome. Tschö. Und der Matschka Madness, der Max. Au revoir. Adieu.